Ja, wir stehen hier in der Kälte vor dem Bundeskanzleramt wegen dem NSA-Skandal. Aber den hat doch Pofalla schon für beendet erklärt. Und Friedrich meinte in seiner Zeit als Innenminister, dass er eigentlich Wichtigeres zu tun gehabt hätte, als sich um den NSA-Skandal zu kümmern. Der Puppe. Du hast trotzdem eine Protestaktion laufen, jeden Montag vor dem Bundeskanzleramt. Warum? Ja, im Endeffekt geht es mal wieder um die Deutungshoheit und die Deutungshoheit, inwieweit das jetzt als abgeschlossen erklärt wird oder nicht, sehe ich nicht bei Herrn Pofalla und ich sehe es auch nicht bei Frau Merkel oder Herrn Friedrich, sondern im Endeffekt ist, wenn die Aufklärung da ist, dann ist sozusagen die Sache auch beendet und bis dato ist keine Aufklärung da. Und das ist der Grund, warum ich halt jeden Montag hier zum Kanzleramt komme und meine 5 Minuten einfach nutze, um dahin zu schreien. Man sieht, es steht immer noch da, es bewegt sich immer noch nichts. Und genau ist das, was in dieser Affäre gerade passiert. Es ist ein Schweigen im Walde, Ruhe, nichts tut sich. Ja, und das reicht mir nicht. Ich möchte nicht meinen Kindern irgendwann sagen müssen, ja, wir haben das damals erfahren vom Herrn Snowden, der hat das alles öffentlich gemacht. Und die gesellschaftliche Debatte, die war so ein kleiner Peak. Ich möchte wenigstens was getan haben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, drauf geschissen. Ich stehe hier jeden Montag, nutze meine 5 Minuten und sag meinen Senf zu dem, was ich denke, was in dieser Affäre einfach notwendig wäre. Und Stillstand ist auf jeden Fall nicht das, was notwendig ist. Man muss dazu sagen, du hast einen YouTube-Kanal, verlinken wir natürlich alles, könnt ihr auch wahrscheinlich anklicken, wenn ihr das bei YouTube anguckt, wo man sich deine Videos angucken kann. Nun hat ja letzten Sonntag um 23 Uhr Snowden wurde im NDR oder ARD das Snowden-Interview vom NDR ausgestrahlt. Jetzt wollen wir nicht darüber reden, ob die Uhrzeit richtig war. Da haben sich jetzt andere schon drüber ausgelassen. Ich möchte gerne ein bisschen auf das Interview eingehen. Und zwar sagte Snowden ja in dem Interview, dass er es merkwürdig findet, dass nur über das Abhören des Handys von der Kanzlerin gesprochen wird. Weil wir wissen ja alle, dass auf der amerikanischen Botschaft hier irgendwo in der Nähe... Die ist da drüben. Also man sieht das in den Videos häufig, dass ich mich dann so drehe, nach da drüben zeige, wenn sozusagen hier entweder Institutionen wie der Bundestag dort, Paul Löbehort dort oder die amerikanische Botschaft da hinten angesprochen sind, damit man auch immer direkt so ein Gefühl bekommt, wie nah hier eigentlich alles beieinander ist. Und trotz dieser kurzen Dienstwege gibt es keine Aufklärung. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass auf dieser amerikanischen Botschaft steht ja immer noch dieses Handy-Abhörgerät. Und es wird weiterhin genutzt. Und wahrscheinlich hören sie ja alle Handys ab von allen Leuten, die hier durchlaufen, also von allen Abgeordneten. Und wir wissen ja aus den Snowden-Papieren, dass die japanischen Delegationen, dass die Amerikaner mal genau wissen, wenn die zu Verhandlungen kommen, was die denn jetzt schon für Verhandlungsspielräume haben und so immer das Optimale rausholen. Und wir befinden uns ja gerade in der Verhandlung über das Freihandelsabkommen. Und da ist es doch sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, dass die Amerikaner einfach alles wissen, was im Bundestag besprochen wird und alles, was über Handys ausgetauscht wird. Und wir wissen ja auch aus der WikiLeaks-Affäre, dass die Amerikaner sich aus dem Bundestag haben Protokolle zukommen lassen und so weiter. Ich meine, warum wird darüber nicht diskutiert? Ist Frau Merkel so naiv? Dazu 2 Punkte. Erstens, ich würde das gerne loslösen von den Amerikanern. Neben der amerikanischen Botschaft, kurz dahinter versetzt, ist die britische Botschaft. Auch auf der britischen Botschaft sind Abhörinstrumentarien. Frank Rieger hat dazu einen Blogpost gemacht, wo er oben vom Alexanderturm runter fotografiert hat und man sieht, da sind die noch nicht mal getarnt, dass dort solche Instrumentarien stehen. Auch das werden wir unten verlinken in dem YouTube-Video. Deshalb diese Debatte ist nicht, ob uns die NSA abhört, es ist die Debatte, ob uns Geheimdienste abhören. Also was sind die... Ich würde sagen, das ist eine Tatsache, dass uns Geheimdienste abhören. Genau, Geheimdienste hören uns ab und wir wissen nicht, wer macht was. Ja, also man kann ja erstmal sagen, das Wichtige wäre am Anfang schon mal, was ist der Ist-Zustand? Ist-Zustand-Analyse, so wie bei einem Datenschutz-Audit. Du guckst erstmal nach, was ist der Ist-Zustand, um dann zu gucken, was sind die Maßnahmen, um folgende Schritte zu machen. Das haben wir als Bevölkerung noch nicht. Und ich wage sogar zu behaupten, dass selbst da drin so vage Vermutungen sind. Also alle wissen, dass es passiert. Man merkt, man hat keinen Hebel und was von da abstrahlt, ist Ohnmacht. Ja, es ist Ohnmacht und es passiert nichts. Und ich sehe sozusagen die uns eigentlich regieren sollten, die uns sozusagen schützen oder verteidigen sollten, in Ohnmacht. Das macht mich ohnmächtig, das macht mich sauer und das ist der Grund, warum ich hier stehe und einfach am liebsten in diesen Zaun beiße, rüttel und die ganze Gesellschaft aufrütteln würde. Kinder, das kann doch nicht wahr sein. Ja, natürlich ist es ein Interesse von einem Staat,
zu wissen, was andere Staaten vorhaben. Aber diese Transparenz, ja, es könnte ja gesagt werden, wir wissen, dass es so ist, wir akzeptieren das, wir haben eine, sag ich mal, Analyse gemacht und uns ist dieser Fakt nicht so schlimm, dass wir aktiv mit irgendeinem Hebel dagegen vorgehen. Solange das nicht passiert, sehe ich eine ohnmächtige Regierung, ich sehe einen ohnmächtigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss und ein Kontrollgremium, wo sozusagen dann das alles sich als Farce darstellt. Und im Endeffekt sind diese Instrumentarien, und das siehst du, wenn du durch die Timeline mal gehst, durch die ganzen Videos, es geht dabei um Wirtschaftsspionage und es geht darum um Macht, um Vorsprung durch Wissen. Ja, und da ist natürlich sozusagen, dass unsere Privatsphäre dabei auf der Strecke bleibt. Ist sozusagen, das ist so ein Abfallprodukt. Aber primär machen die das ja nicht wegen Lieschen Müller, sondern die wollen wissen, wo Siemens gerade irgendwelche neuen Aufträge bekommt. Die wollen wissen, wo entstehen, wie heißt es vielleicht, Dinge, die für die eigene Wirtschaft von Relevanz, die vielleicht für ihre eigenen Instrumentarien der Regierung von Relevanz sind, um dann einen Verhandlungsvorsprung durch Wissensvorsprung zu haben. Ja. Man muss ja dazu sagen, du hast ja in einem deiner Videos schon in diesen Zaun gebissen und teilweise kommen deine Videos etwas satirisch rüber, etwas zynisch, aber immer sehr kritisch. Ich meine, ist es ein gutes Ventil, da satirisch an die Sache ranzugehen? Ich meine, auf jeden Fall besser, als sich ein Magengeschwür wachsen zu lassen, auf jeden Fall. Aber ich meine, im Moment kommst du sehr sachlich rüber, aber in deinen Videos häufig sehr satirisch. Also wie kannst du das? Ich kann es ganz einfach sagen. Es ist so, diese Satire oder diesen Humor, mit dem ich das hier teilweise nehme oder darstelle, ist im Endeffekt ein Akt der Verzweiflung. Ja, es ist ein Akt der Verzweiflung, darüber zu lachen, weil ansonsten müsste ich hier wirklich mit hoffnungsloser Emotion Tränen überlaufen stehen und müsste sagen, seid ihr alle blind? Sind hier alle blind? Ist das allen so egal? Und das ist das, wo im Endeffekt ich dann nur noch mit Humor natürlich versuchen kann, so eine Sache zu verpacken. Im Endeffekt versuche ich damit, so eine Geschichte vielleicht auch einfacher konsumierbar zu machen. Weil eins muss man sagen, wir reden hier über essentielle Sachverhalte, die, wenn man sie ganz darstellt, ich mir gar nicht klar bin, ob das alle wissen wollen. Ich bin mir nicht mehr klar, ob die Leute wissen wollen, in welchem Umfang Wirtschaftsspionage und jegliche Eingriffsmöglichkeit und Verzicht auf Privatsphäre bereits erfolgt. Also da bin ich mir auch sehr unklar darüber. Also auf den Punkt gebracht könnte man ja sagen, dass Frau Merkel ihren Amtseid missachtet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, wenn sie Wirtschaftsspionage so offensichtlich zulässt. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, haben wir eine tief verwurzelte Freundschaft, manche würden sagen Abhängigkeit von den USA. Nun möchte niemand so frostige Temperaturen haben, wie wir sie im Moment haben, weil wir militärisch mit den USA verbündet sind, wirtschaftlich, es wird ein Freihandelsabkommen verhandelt. Obama sagte ja vor kurzem in einer Ansprache, weil ihm auch das Verhältnis zu den Deutschen wichtig ist, dass er drüber nachgedacht hat, aber eigentlich möchte er nichts ändern. Und hier ein No-Spy-Abkommen wird es ja nicht geben. Es bleibt also alles, wie es ist. Nur das Kanzlerhandy wird jetzt nicht mehr abgehört, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Die Frage ist ja, ob man auf so einer Basis überhaupt noch mit den USA verhandeln kann. Und wir wissen aber auch aus der deutschen Geschichte, dass schon sehr viel unter den Teppich gekehrt worden ist. Sei es nun die Wiedervereinigung, Gladio, Stay-Behind-Armeen der NATO, die hier im Westen rumgewütet haben und diverse andere Sachen. Ne? Also erstens, das Thema per se ist nicht neu. Wir erinnern uns alle an das Echolon-System, wo 2001 das Europäische Parlament einen Bericht vorgelegt hat. Das heißt, es gab auch vor Snowden diese Instrumentarien und europäische Parlamentarier waren darüber informiert. Das heißt, das Thema per se ist neu, nicht neu. Spannend ist, dass, obwohl es nicht neu ist, nichts getan wurde. Ja, und das ist jetzt so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, ist das so ein Abhängigkeitsverhältnis, wo man sagen muss, wir sind so eine geduldete Enklave? Und wie gesagt, das hat nichts mit, die Amerikaner sind so, sondern im Endeffekt jeder Staat, der solche geheimdienstlichen Aktivitäten macht, gehört mit in diesen Komplex. Und wenn ich sehe, wie groß diese Verzahnung zwischen diesen Geheimdiensten ist,
Ja, dann frage ich mich immer, gibt es da jetzt noch so eine Metaebene zwischen, wo du sozusagen Geheimdienst hast, die untereinander sogar ganz gut, ich will nicht sagen kopulieren, sozusagen kooperieren. Ja. Ja, und dort ist sozusagen so ein schöner Datenpool, wo man sich bedienen kann, wo man sozusagen sogar darauf erpicht ist, mit da reinzugehören, weil ja natürlich vielleicht auch deutsche Geheimdienste im Thema Wirtschaftsspionage Vorteile haben, wenn sie plötzlich ein globales System nutzen können. Und ja, das sind halt alles dann Punkte, wo ich sage, es zeigt sich nur noch Ohnmacht. Und meines Erachtens ist das wie so ein, das ist wie so ein Still Agreement. Das ist wie eine Ehefrau, die weiß, dass ihr Mann sie betrügt, aber sozusagen, ja, um des lieben Friedens willen sagt man nichts und damit ist die Sache hier unter den Teppich gekehrt. Ja, und hier ist Schnee, wenn das unser Teppich ist. Sehr schönes Beispiel. Jetzt sage ich mir immer, wenn die Geheimdienste jetzt das Militär und die Diplomaten abhören würden, dann könnten die Geheimdienste das ja unter sich ausmachen. Das Problem ist ja, dass sie einfach jeden abhören und dass auch schon diverse Leute dadurch Nachteile hatten. So wurden zum Beispiel Leute, die Witze auf Twitter getwittert haben oder auf Facebook, bei der Einreise behindert und wieder abgeschoben. Das sage ich, das kann ich nur noch sehr schwer als verhältnismäßig bezeichnen. Und auf der anderen Seite sage ich mir, wenn ich gezwungen bin, auf militärischen Standard meine E-Mails zu verschlüsseln, nur damit die Geheimdienste sie nicht mitlesen können, damit ich mein Menschenrecht auf Privatsphäre wahrnehmen kann, dass ich eigentlich als gegeben habe, wo meine Regierung eigentlich für kämpfen sollte, dass ich dieses Menschenrecht habe und sie es nicht tut, dann würde ich doch sagen, hat doch der demokratische Rechtsstaat schon verloren. Ja, erstmal ist es spannend. Du stellst mir die Frage genau heute, wo der 8. Europäische Datenschutztag ist. Also etwas, wo die Europäer sagen, wir müssen das feiern, das ist uns ein wichtiger Wert, ein wichtiges Gut. Und natürlich stellt sich die Frage, inwieweit ist dieses Gut im Endeffekt nur eine Fassade nach außen? Dass man sagt, ja hier ein bisschen Spucke drauf, dann ist das mit dem Datenschutz schon irgendwie schön. Von meinem Empfinden ist der Fokus dort, dass die Bürger auch alle sozusagen, natürlich ist es nicht mehr verhältnismäßig, aber das ist eher wie so ein Abfallprodukt. Also zum Beispiel, das ist eine gute Frage, traut man sich heute noch zum Beispiel zu reisen in die USA? Wenn ich in die Bahamas fliegen möchte, fliege ich dann über Miami? Oder über Kuba. Oder eben direkt. Ja. Über Miami ist, wie heißt es, 300 Euro günstiger, aber dann muss ich durch die USA. Ich weiß gar nicht, bin ich auf irgendeiner Liste? Das heißt, ich als Betroffener habe keine Transparenz darüber, was über mich wo zu welchem Zweck gespeichert wurde. Dazu möchte ich noch sagen, ich habe neulich eine Nachricht gelesen, da ist eine arabische Studentin versehentlich auf die No-Fly-Liste gekommen und die hat 4 Millionen gebraucht, 4 Millionen US-Dollar, um wieder von der No-Fly-Liste runterzukommen. Die hat sie jetzt nicht bezahlt, weil sie pro bono vertreten wurde, also kostenlos, weil sich dort Anwälte dem angetan haben. Aber die Anwälte haben ausgerechnet, wenn sie das alles hätten berechnen müssen, was sie getan haben, um diese arme Studentin wieder von der No-Fly-Liste zu streichen, dann hätte das diese Studentin 4 Millionen gekostet. Und das zeigt doch, jeder kann draufkommen, aber runterkommen, da muss ich erstmal Geld für investieren. Das kann doch nicht sein in einem Rechtsstaat. Ja, es ist im Endeffekt genau dieses Thema dieser Beweislastumkehr. Normalerweise muss erstmal der andere belegen, dass irgendwie die Unschuldsvermutung. Und plötzlich ist es so, dass sozusagen du als Bürger oder du als Betroffener genau an der Stelle sozusagen das Gegenteil machen musst. Und du kriegst es ja noch nicht mal mit. Wie gesagt, meines Erachtens sind das alles schlimme Einzelfälle, die sozusagen, das sind die Symptome. Das sind die Symptome, die zeigen, wie krank das System schon ist. Aber es ist eben noch nicht mal der Hebel und das, wo ich sage, darüber kann man auch Bewegung machen. Ich verstehe einfach nicht, warum dort drüben jemand sitzt, dessen Aufgabe es wenigstens sein müsste, die deutsche Wirtschaft davor zu schützen, ja, dass sie ausspioniert wird, das nicht tut. Also, ich habe es mal in einer Folge gesagt, natürlich könnte es sein, dass man sagt, hier, ich will wissen, was alle meine Bürger machen. Also ich habe da zwar kein Verständnis für, aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus muss sein, dass sie im Endeffekt wenigstens die lokal ansässige Wirtschaft ja schützt. Und das tut sie ja auch nicht. Und darum frage ich mich ja, wenn das schon nicht tut, was ist der Hebel auf der anderen Seite? Was sind die Dinge, warum sie es nicht tut? Gibt es dort irgendwelche, ich will nicht sagen Kompromat, das wäre jetzt wieder so einfach, aber was sind die Druckmittel, warum hier drüben einfach so Stillstand ist? Ja. Wenn ich mir so das geschichtlich angucke, Gandhi
war auch ein Systemkritiker, wurde erstmal kriminalisiert. Nelson Mandela war ein Systemkritiker, wurde erstmal kriminalisiert. Snowden musste sich als Systemkritiker des Westens nach Richtung Osten flüchten, um überhaupt sicher zu sein vor der Strafverfolgung. Chelsea Manning, die Whistleblowerin, die damals als Bradley Manning die Daten über die Kriegsverbrechen der USA im Irak weitergegeben hat, sitzt im Knast. Julian Assange ist in der Botschaft in London neutralisiert worden, ohne dass sich ein Staatsanwalt darum kümmert, was aus ihm wird. Hauptsache, er bleibt da in der Botschaft drin. Also, wenn in China jemand sich für die Menschenrechte einsetzt, dann kriegt er wenigstens noch den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis. Wenn ein westlicher Systemkritiker sich für die Menschenrechte einsetzt, wie das Menschenrecht auf Privatsphäre, dann passiert überhaupt nichts. Jetzt könnte man ja aber auch sagen, dass wir vielleicht in Zukunft nach Snowden Plätze und Straßen benennen, so wie wir nach Gandhi Straßen und Plätze benennen. Kann man die Selbstheilungskräfte des Systems vielleicht erst im Nachhinein messen? Und sind wir jetzt gerade in einer Phase drin, wo eigentlich was passieren muss und wo wir noch gar nichts sagen können? Oder würdest du sagen, der Zug ist schon abgefahren, 1984 war eine schöne Warnung gewesen, aber sie haben es leider als Anleitung verstanden und leider war die Menschheit nicht gut genug und hat pechschwarze Dystopien wie Orwells 1984 wahr werden lassen? Also im Endeffekt ist das eine ganz wichtige Frage. Macht es noch Sinn, das System wie so Change Management zu betreiben? Macht es also noch Sinn zu gucken, wo können wir Dinge verändern, damit es in eine Richtung geht, die unserer Wertvorstellung entspricht? Im Endeffekt ist jetzt ja genau der Zeitpunkt, wo es so eine Art neuen Gesellschaftsvertrag geben muss, wo geguckt werden muss, was ist die Aufgabe des Staates, was ist sozusagen die Aufgaben der Bevölkerung und was sind sozusagen auch die Schutzpflichten eines Staates? Weil erst wenn dieses, ich nenne das jetzt mal Pflichtenheft, dasteht, können solche Anforderungen auch umgesetzt werden. Ohne diese Debatte in der Bevölkerung hast du immer Nebelkerzen. Ja, es ist ja nicht so wichtig. Überleg mal, wie schrecklich es ist, dass bei der letzten Umfrage gesagt wurde, von 87%, das größte Problem der Deutschen ist die Zuwanderung aus den neuen Ostblockstaaten. Ja, aber das ist sehr durch Bayern befeuert worden. Ja, aber genau das ist es doch. Es kann doch nicht sein, dass ein Problem, was vorher nie durch Zahlen belegt wurde, medial so hochgepoppt wird, dass plötzlich 87% der Menschen sagen, das ist unser größtes Problem. Und 3% haben gesagt, Datenschutz ist eines unserer Probleme. Wenn du das mal weiter siehst, wäre es völlig legitim, dass dort gesagt wird, ja hier, wir haben ja die Bevölkerung gefragt, nur 3% wollen das. Also wenn es nach uns geht, wir würden ja gerne mehr. Und deshalb ist genau diese Debatte, und da ist bei der Bundestagswahl auch nichts passiert. Man muss sich immer mal vorstellen, vor der Bundestagswahl ja, ist das Snowden-Ding passiert. Ja, und es hatte eigentlich gar keinen Einfluss auf die Bundestagswahl, ne? Das Thema während des Wahlkampfs ist so gut wie unter den Tisch gefallen. Und der Bürger hat im Endeffekt mit seiner Stimme auch gezeigt, dass das nicht sein Primärproblem Nummer eins ist. Ja, und da ist jetzt einfach eine Frage, wie kann man das wieder befeuern, um sozusagen dieses Bewusstsein dafür oder wenigstens erstmal diese Debatte, weil wir sind beide irgendwie jetzt so Piraten und im Datenschutzumfeld irgendwie aktiv. Vielleicht kann es ja auch sein, dass wir gar nicht recht haben. Vielleicht sind wir total egoistische Leute, die sozusagen immer diesen Datenschutz- und Freiheitsgedanken haben. Vielleicht ist das gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Vielleicht sagt die Demokratie, wir wollen das gar nicht. Aber diese Zahlen möchte ich erstmal wissen, bevor ich mich damit abfinde, dass hier sozusagen Hopfen und Malz verloren ist und wir unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung einfach in den Lokus kippen. So lange werde ich jeden Montag hier stehen. Also was du da im letzten Dialog angesprochen hast, ist ja das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit in der Demokratie. Nach dem 11. September haben die Behörden gesagt, Sicherheit ist uns wichtiger als die Freiheit. Langsam würde ich sagen, kippt es wieder, weil es kommt so raus, was die Geheimdienste machen, die ja eigentlich in einem
rechtsfreien Raum arbeiten, den, sag ich mal, minder qualifizierte Politiker im Internet sehen. Also ich sehe diesen rechtsfreien Raum bei den Geheimdiensten. Und meiner Meinung nach hat eigentlich auch die Gewaltenteilung schon versagt, wenn die Geheimdienste sich nicht an den demokratischen Rechtsstaat halten müssen. Aber was ich mich immer frage, ist, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, dann hat er meiner Meinung nach schon alles verloren. Seine Würde, seine Menschenrechte, seine Privatsphäre, den demokratischen Rechtsstaat. Ich meine, wie kann man mit solchen Leuten diskutieren, die sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Sicherheit ist mein Supergrundrecht, wie Herr Friedrich das sagte, und alles andere ist mir egal. Das ist im Endeffekt wieder so ein Thema, wie du es bei ganz vielen verschiedenen Themen, Ernährung und so weiter und so fort hast. Im Endeffekt, wenn du dir, egal mit wem du dich unterhältst, am Ende kommst du darauf, es geht um die Bildung und es geht darum, dass solche Wertetransfer eben während des Bildungssystems auch vermittelt wird. Es ist eben ganz schwer, nachträglich bei Leuten, die eben schon älter sind, so ein Korrektiv reinzuholen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass einfach die nachwachsenden Generationen diese Awareness wieder haben, und das Projekt vom Chaos Computer Club, Chaos macht Schule, ist da ein ganz wichtiger Beitrag. Dort wird, wie heißt es, an Schulen gegangen, dort wird vermittelt, was sozusagen Datenschutz ist, was es bedeutet, wie man sich selber schützen kann. Was ist Privatsphäre? Was ist das wert daran? Weil, wie gesagt, Datenschutz schützt keine Daten. Datenschutz schützt dich als Betroffenen vor dem Umgang mit deinen Daten. Das ist immer ganz wichtig, auch den nachwachsenden Generationen zu erläutern. Der Puppe, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei dir, dass du bei der Kälte hier rausgekommen bist für das Interview und uns die vielen Informationen gegeben hat. Schaut in die Beschreibung unten bei YouTube rein, da findet ihr Links. Ich muss mal Danke sagen an der Stelle, und zwar, wir hatten irgendwann die erste Folge vom Piratentaxi mit Flo gedreht, das war glaube ich Ende Juli, und da sind wir hier am Kanzleramt vorbeigefahren, und während dieses Videodrehs, den können wir unten auch nochmal verlinken, war es dann nämlich so, dass wir irgendwie die Fenster aufgedreht haben und einfach rausgeschrien haben, und das war im Endeffekt auch dieser initiale Funke, zu sagen, ey, verfickte Kacke, warum stehe ich nicht eigentlich immer hier? Warum steht hier eigentlich keiner? Weil es müssten doch sozusagen bei diesen Sachen, die passieren, 1000 Leute mit Mistgabeln und mit nichts wirklich hier stehen, rütteln und sagen, nein, wir wollen das so nicht. Und im Endeffekt war das der Auslöser, darum danke damals, Flo, war gut, und daraus ist das entstanden, was wir jetzt haben. Ja, so als Abschluss würde ich noch sagen, also mir kommt es so vor, als wenn uns die Bundesregierung, vertreten durch die Bundeskanzlerin, die hier in diesem Gebäude sitzt, zwar versucht, Freiheit zu vermitteln, aber in Wirklichkeit versuchen sie, einen digitalen Überwachungsstaat zu erschaffen, der für mich die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in einer Demokratie nicht aufrechterhält. Was wäre dein Abschlusssatz, um das nochmal hier zusammenzufassen, was hier abläuft? Also wenn du das überhaupt in einen Satz zusammenfassen kannst. Ich schreibe ja manchmal Auditberichte, und manchmal muss man wohlwollend formulieren. Und ich sage das jetzt sehr wohlwollend. Ich glaube, dass diese Bundesregierung und die davor alle wenigstens wohlwollend es in Kauf nehmen, dass ein Überwachungsstaat möglich ist. Ja? Also sehr freundlich formuliert. Das war sehr freundlich formuliert. Vielen Dank. Ja, keep on fighting. Alles klar.